bin der Fabi, ich bin 23 Jahre alt, komme aus Filmerweiher, fahre ein Ford Focus MK2 RS und bin jetzt seit knapp 2 Monaten bei SPS Motorsport. Und ja, ich bin so ziemlich für alles zuständig, also von Fahrwerk, Bremse bis zu Motor, Ein- und Ausbau, also quasi so ein Allrounder. Und ja, ich kann mir eigentlich so nichts Besseres vorstellen als hier in der Firma, weil einfach das Arbeitsklima so unter den Kollegen mit dem Chef, also mit dem Jan, das ist einfach irre locker und macht halt irre viel Spaß. Wie kommst du auf SPS? Durch den Medi kam ich zu SPS. Wir hatten mal miteinander gesprochen und da hat er gemeint, ja hier, ich frag mal nach und ich guck mal. Und natürlich auch so, durch das Season Opening war ich jetzt schon 2-mal hier. Und gut, SPS Motorsport, Grella ist in der Umgebung, man hört viel darüber. Sieht auch hin und wieder mal etwas, gerade hier Social Media wie Facebook, Instagram. Und ja, dann hat der Maddie mit Jan gequatscht und dann war ich eine Woche hier zum Probearbeiten. Dann hat alles gepasst und ja, seitdem bin ich hier. Was hast du vorher gemacht? Vorher war ich beim Bosch Service angestellt und war generell schon eigentlich überall im Kfz-Bereich. Ich habe von Reifenmonteur bis über Motorinstandsetzung, Getriebeinstandsetzung, Fahrwerkstechnik, Fehlerdiagnose habe ich viel zum Schluss gemacht. Ja, also ich war eigentlich schon überall. Karosserie habe ich mal kurz mit reingeschaut, war aber dann für mich eigentlich gar nichts. Also da bin ich nicht so drin aufgegangen, aber sonst war ich eigentlich immer relativ fit in den anderen Gebieten. Was war ja. Am liebsten? Also hier mache ich eigentlich am liebsten momentan alles. Das ist, was ich absolut gern mache und sonst nie gern gemacht habe, war Achsvermessung. Also ich weiß nicht, ein MX-5, das ist so chillig, das Auto einzustellen. Es ist einfach, man kommt damit klar, auch mit dem Achsmessstand jetzt hier. Es ist jetzt kein 3D-Achsmessstand, aber ich finde, mit dem Koch-Achsmessstand kommt man viel besser klar. Gut, es gibt immer ein Auto, wo eine Schraube mal nicht aufgeht oder wo auch mal 2 Einstellschrauben abreißen und man sich denkt, so gut, okay, hätte jetzt nicht sein müssen. Aber ja, Achsvermessung, Fahrwerk mache ich sehr gerne, Bremse mache ich mittlerweile gerne. Wenn natürlich dann mal alles passt. Aber ja. Okay. Wie kommst du überhaupt zum Thema Auto? Das hat früh bei mir angefangen. Mein Papa hat damals immer so unsere eigenen Autos hat er selber repariert. Und so kam ich einfach dahin. Ich habe immer zugeguckt oder mal hier angehalten oder mal da geholfen. Und dann muss ich auch sagen, ich hatte nach der 9. Klasse Hauptschule, hatte ich auch eigentlich keine Lust mehr, Schule weiterzumachen. Hatte dann erstmal eine riesige Diskussion mit meinen Eltern. Die haben eigentlich drauf gedrängt, dass ich mindestens Realschule mache, aber ich hatte keine Lust mehr und habe dann gesagt, komm, okay, ich mache eine Ausbildung. Und gerade weil mir so das Thema Autos schon sehr liegt, allein durch Videospiele oder Zeitschriften und generell als Kind schon viel mit dem Thema Autos beschäftigt. Und ja, so kam ich dazu, habe dann mit 15 meine Ausbildung gemacht, mit 18 abgeschlossen und ja, seitdem eigentlich schon immer viel mit Autos zu tun gehabt. Dann, als so das eigene Auto kam, ja, hat sich das Ganze noch ein bisschen verstärkt. Das war natürlich ganz extrem. Ja, und dann ja, auch durch meinen alten Arbeitgeber schon im Motorsportbereich gewesen und viel im Motorsportbereich gewesen. Und ja. Was war dein erstes Auto? Mein erstes Auto war eine Mitsubishi Eclipse D30. So, das Auto, was im ersten Teil von Fast and Furious eigentlich so gehypt wurde. Und das war mein erstes Auto, habe ich auch echt lange gefahren. Jetzt 2,5 Jahre hatte ich das Auto. Und dann irgendwann kam dann nach und nach als mehr und ich wollte dann doch ein bisschen was mit ein bisschen mehr Leistung. Und dann hatte ich 2 Wochen lang von einem Kumpel von mir den MK2 RS. Und dann habe ich doch Gefallen an dem Auto gefunden. Vorher habe ich immer gesagt, nee, einen Ford würde ich nie fahren. Ja, irgendwie hat es mich dann doch überzeugt und seitdem fahre ich meinen Focus. Und was hast du da schon so dran gemacht? Aktuell bin ich mit dem Thema Bremse fertig geworden, weil ich mit dem Auto viel Touristenfahrten gefahren bin und dann war immer nicht mehr drin als 1,5 Runden, wo die Bremse wirklich stabil war. Dann habe ich jetzt die Bremse überarbeitet, größere Scheiben, größere Sättel, Stahlflexleitung.
Dann haben wir den Leistungs gesteigert mit einem größeren Lader. Sind auf den ersten Upgrade-Lader gegangen, sind jetzt bei 400-450 PS. Ladeluftkühler haben wir getauscht, Einspritzdüsen, Ansaugung, obwohl die Ansaugung jetzt auch nochmal überarbeitet wird, da habe ich gestern erst Teile für bestellt. Ja, Gewindefahrwerk kommt nächste Woche rein. Dann wollen wir mal sehen, was das Auto dann bringt. Ja, im Vergleich zum MX-5? Also ich meine, du bist wahrscheinlich jetzt ein paar erfahren. Oder? Richtig, also ich bin ja jetzt schon den MX-5 NA Turbo gefahren, der hier war. Das war schon, am Anfang habe ich immer gedacht, so, ob sich das so cool fahren lässt. Dann bin ich das erste Mal mit dem Auto gefahren, ohne Servolenkung, hat mich aber auch gar nicht gestört, aber ja, das ist einfach was ganz anderes zu fahren. Kurzer Radstand, das Auto liegt wie ein Go-Kart auf der Straße und es macht einfach mega viel Spaß. Aber ob es mich dann so selbst zu einem MX-5 noch treiben wird, weiß ich nicht. NC, ND gefällt mir sehr gut, aber auch ein NA würde ich jetzt nicht ablehnen. So, ND gefällt mir optisch nicht ganz so gut, aber mal schauen, was die Zeit bringt. Vielleicht kommt ja doch noch irgendwann mal einer ins Haus. Ja, so als Spaßfahrzeug. Ja, so als Spaßauto oder auch als Daily wäre es definitiv in Ordnung. Also mal gucken. Vielleicht entscheide ich mich auch dafür, einfach ein MX-5 als reines Track-Tool zu nehmen. Das wäre auch eine super Option. Ja. Fährst du den Focus Daily? Den Focus fahre ich noch Daily. Also ich habe den jetzt 3 Jahre und habe den auch die 3 Jahre Daily bewegt, weil ich hatte eigentlich nie so riesige Wege zur Arbeit hin oder zurück und habe den dann Daily bewegt. In 3 Jahren habe ich jetzt knapp 100.000 Kilometer auf das Auto gefahren. Ist natürlich viel, gerade was den Werterhalt betrifft. Aber ja, mal gucken, dieses Jahr gibt es auf jeden Fall für den Winter wieder was anderes und auch jetzt für den Alltag kommt auf jeden Fall nochmal was. Was genau, weiß ich noch nicht, aber ich tendiere momentan so zu BMW E36, E46. Da soll es momentan hingehen. Was sind denn so deine Traumautos oder dein Traumauto? Ich glaube, da sind wir hier in der Firma alle ganz gleich. So, das absolute Traumauto ist ein Nissan Skyline R34 GTR. Oder R32 GTR, aber auch ein R35 GTR würde ich fahren. Natürlich so ein absolutes Traumauto. Wer den Nissan Silvia S15, Spec R und dann aber wirklich genauso wie die aus Tokyo Drift. Da hätte ich wirklich irre Bock drauf. Ja, ist nicht schlecht. Wenn du jetzt für den Rest deines Lebens nur 3 Autos fahren könntest, also so eine 3-Auto-Garage. Mhm. Was für Autos wären das? Boah, das ist schwierig. Realistisch gesehen oder egal welches Auto? Egal welches Auto. Das wäre definitiv ein Nissan Skyline R34 GTR. Dann so für den Alltag den M5 V10 von BMW. Da bin ich auch schon gefahren. Macht irre Spaß, das Auto. Vor allem so zum Einkaufen oder so wäre das schon nicht verkehrt als Familienauto. Und ich glaube als drittes, boah, ich wüsste nicht, ob das mein Ford bleiben würde. Das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Ja. Aston Martin Vantage V8 wäre so das dritte. Okay. Also, ja. Das wäre so die 3 Autos, die ich in meiner Garage stehen haben wollte. Ja. Genau. Ich meine, du bist jetzt 2 Monate hier. Genau. Was würdest du sagen, was macht die Firma aus? Ich würde sagen, die Möglichkeiten und die Qualität vor allem. Ich meine, unsere Kunden kriegen hier ein Komplettpaket angeboten. Das heißt, wenn ein Kunde will, irgendwie Fragen hat oder so, der Support ist unglaublich gut. Es wird sofort beantwortet. Zumal wir einfach in Sachen MX-5, gerade so, was ich aus der Werkstatt mitbekomme, unglaublich viel Ahnung haben. Da ist ein Problem, das Problem ist aber innerhalb von 5 Minuten gelöst. Genauso was die Ersatzteilversorgung betrifft. In anderen Firmen, so kenne ich es zumindest, wartet man einfach einen Tag auf Ersatzteile oder 4-5 Stunden, bis die nächste Lieferung kommt. Das ist hier gar nicht. Man geht hier hoch ins Lager, holt sich seine Ersatzteile, geht wieder runter und macht einfach weiter. Aber ich würde einfach sagen, es ist so die Erfahrung von der Firma in dem Bereich MX-5, oder Mazda generell und halt so das Allgemeinpaket.
einfach die Qualität stimmt, es sieht alles ordentlich aus, es ist ordentlich ausgearbeitet. Wenn was nicht passt, wird es halt passend gemacht, so dass es funktioniert. Und auch einfach, ja, das ist es eigentlich schon. Ich glaube einfach mal das. Ja. Genau. Ja, danke schön. Kein Problem, gerne.